Den Laden geht pissen, los. Kleinkrimineller, na immerhin. Ich denke mal, dann wird er demnächst mehr Cash nach Hause bringen. Oh. Wie er schwitzt, ey. Ja, komm, leg dich aufs Maul, du Kriegstreiber. So ist es richtig. So, du hast Hunger. Schnelle Mahlzeit essen. Einen Joghurt. Nein, du gehst nie ins Bett, du wirst erst noch einen Joghurt essen. Und dann kannst du pennen. Während Obama hier am Schwitzen ist wie ein Schwein, ey. So, Jesus pennt auch. Aber egal, was könnten wir uns denn noch Lustiges kaufen? Long Island Bar. Kellerbar. Und das wird sich hier natürlich auch gut machen, so eine Bar. Gruft-Profi-Bar. Es gibt keinen besseren Ort, um die Laune zu heben, als einen nach neuester Technik gemischten Drink in der Gruft. Ist das Ding groß? Geht eigentlich. Warte mal, wo könnte man das Ding hier hinbauen? Das müsste ja eigentlich da schon so ein bisschen mit hin, würde ich mal meinen. Warte mal, Moment. Du gehst mal ein nach hier. Du gehst, gehst mal nach hier so ein bisschen. Ja, das sieht scheiße aus, du stehst in der Hauswand drin. So, warte mal. Ja, jetzt passt das Ding doch hier hin. Sehr gut. Warte mal, wie teuer ist das? 800 Simoleons, das können wir uns tatsächlich leisten. So, erstmal der kleine Theke dahingestellt. Sehr gut. Was? Mit Freunden reden. Nein, du gehst pennen, Junge. Du gehst pennen. Du wirst nicht mit Freunden reden, du wirst pennen. So, Obama, was geht? Boah, Alter, ist der am Schwitzen, ey. Leck mich mal am Arsch. Könnte ich jetzt eigentlich hier was machen? Getränk zubereiten, an Bar arbeiten. Bar arbeiten? Wieso denn an der Bar arbeiten? Ich habe ja doch kein Geschäft oder so. So, Jesus geht ins Bett. Obama geht auch ins Bett. Und du gehst auch ins Bett. Habe ich doch eben schon gesagt, Mensch. So, komm hier, Zeitsprung. Go, go, go. Njam, 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 njam. Und ach Jesus, was ist denn los? Boah, komm, geh aufs Klo, ey. War ziemlich zügig hier. Oh nein, was ist denn jetzt wieder los? Merkel? Was ist? Lesen, okay. So, danach kannst du eigentlich mal ein bisschen aufräumen. Lol. Jesus. Jesus. Könntest du bitte... Also danach bitte spülen. Also das ist ja wohl das Mindeste. Merkel möchte ein bisschen lesen. Ja, kann sie gern machen. Danach, jemand spülen muss ja erst noch unser Jesus. Lektion, ehrgeizig. Angie ist ehrgeizig. Ja, dann soll sie mal befördert werden. Hier mit Lana hat es ja vorgemacht. So, was machen eigentlich die Ärzte? Oh, da sind sie wieder. Guckt euch das an, ey. Leck mich mal am Arsch. Soll ich mal sagen, Jesus, du wirst jetzt erstmal ein bisschen was kochen.
Frühstück servieren, und zwar Eier und Toast. So, hier ist mal erstmal Frühstück. Na, dann hau uns mal einen raus, ey. Du hast ja selbst auch schon Hunger. Wird's mal Zeit. Eier mit Toast, komm, das kriegst du hin, oder? Oh mein Gott, ey. Oh Jesus, mach keinen Scheiß, ey. Angie muss circa eine Stunde zur Arbeit. So, würde ich mal sagen. Gehst mal aufs Klo. Oh Jesus, gib Gas mit dem Essen. Erstmal auf den Pott lesen. So, zum Duschen wird keine Zeit mehr bleiben. Boah, Jesus, gib Gas, ey. So, komm. Mach hin. Angie muss eine halbe Stunde los. So, Angie ein Gericht nehmen. Ja, sehr schön. Eier mit Toast. Jesus, ist das auch mal gleich. Angie wird jetzt auch noch mal essen. Dann könnt ihr noch ein bisschen plaudern. Eine Viertelstunde habt ihr noch. Sehr gut. Zur Musik aus Stereoanlage tanzen. Oh, was ist das denn hier? Luisa Kreuz. Ach ja, wie sie frühstücken. Und sie führen eine lockere Unterhaltung. Ja, Bassani? So, Merkel, gib Gas, du musst gleich zur Arbeit, das ist dir ja bewusst. Geschirr spülen, natürlich. So, nachdem du das Geschirr gespült hast, grab doch mal da ein bisschen. So, jetzt bin ich aber gespannt hier. Jesus, er liebt doch die Natur, ey. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was da jetzt passiert. Das Pilze pflücken, das hat ja richtig gut funktioniert. Angeln eher nicht so. So, komm. Jesus hat ein Stück Kalkstein gefunden. Darin sollte sich ein Fossil befinden. Okay. Angie ist zur Arbeit. Okay. Jesus hat ein Stück Kalkstein gefunden. Was kann ich denn mit Kalkstein machen? Und wieso bekomme ich den Hinweis, dass da ein Fossil drin ist? Okay, Jesus trinkt erstmal was. Was ist das hier? Jesus räumt bei der Angie hinterher. So, die beiden pennen noch. Okay. Mit Lukas plaudern. Klicke auf Lukas. Ja, ich weiß doch gar nicht, wo der ist, ey. So, Jesus. Dann wollen wir mal hier was anderes versuchen. Hier war doch noch irgendwas mit Fröschen, oder? Genau, hier. Frösche suchen. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Gewöhnliches Tuning-Teil. Ach ja, stimmt. Das hat ja Bin Laden gefunden, als er den Müll da irgendwie entsorgt hat. Wir haben ein gewöhnliches Tuning-Teil, okay? Keine Ahnung, was wir da machen können. Wir haben einen Fossilstein. Und wir haben 10 Pilze. Lol. Jesus hat etwas gefunden. Einen Eierpflanzfrosch. Okay. Boah, Jesus, du bist richtig gut. So, weißt du was? Dann kannst du nochmal angeln. Oh Lord, du wolltest gerade jemanden anrufen. Okay, vergiss das Angeln. Ruf irgendjemanden an. Milch. Klicke auf das Telefon, wähle plaudern. Spiel spielen. Er möchte ein Spiel spielen. Wähle plaudern. Wie wähle plaudern? SMS schicken. Plaudern mit. Lol. Hier, auf die steht er doch. Moment, er will mit dem hier. Er will mit Lukas plaudern. Erstmal den Lukas anrufen, ja. In der freien Natur, so wie es sich für Jesus gehört. Ich glaube, ich muss mal nach der Aufnahme ein bisschen gucken, was ich mit dem ganzen Gedöns machen kann.
Hier Pilze, Frösche, Tuning-Teile und Fossilien. Kein Plan, was man damit machen kann. Mit Lukas plaudern, habe ich doch gerade gemacht. SMS schicken. Lukas. Hier, schick Lukas mal eine SMS. Vielleicht zählt das ja dann ein bisschen als Plaudern. Eine Gruppenmahlzeit zubereiten. Ja, gerne doch. Erstmal trinkst du dann aber mal dein Gedöns hier aus. Du hast doch schon eine Gruppenmahlzeit zubereitet. Eier und Toast. So, Bin Laden pennt noch. Der hat aber gleich Hunger, sicherlich. Gruppenmahlzeit zubereitend. Ja, ha. Frühstück ist da ja noch. Eier und Toast. Eigentlich brauchst du keine Gruppenmahlzeit vorbereiten. Ich würde eher sagen, wir gönnen uns noch was. Nach dem Laufband und der Bar. Moment, warte mal. Bar. Getränk zubereiten. Was haben wir denn hier? Saft on the rocks. Zuckerzunder. Brennender Vollmundsalzer. So, Jesus, machen wir einen Saft on the rocks. Ich will mal sehen, wie jetzt gleich gemixt wird. Hier, komm, auf, hier, stell hin. Ich möchte jetzt hier ein bisschen was sehen, hier. Jesus, der Player. So, was ist mit dir eigentlich los hier? Wie geht's dir? Du möchtest zu Jesus, okay. Baracke muss in circa eine Stunde zur Arbeit. Jesus hat die Mixen-Fähigkeit. Boah, war geil. So, Obama, wie sieht's aus? Du müsstest vielleicht nochmal aufs Klo. Würde ich sagen. Wie ein Champion pieseln. Ach du heilige Scheiße, was kommt jetzt denn? Obama, du musst gleich los, ne? Ja, komm, stell hin. Lauf. Wie ein Champion pieseln. Aber geil, da steht was. So, Jesus, dann trink das auch mal. Wow, wie ein Champion pieseln. Leck mich im Arsch, ey. So, wenn du fertig bist, gehst du duschen und dann musst du auch schon zur Arbeit. Und Jesus trinkt sein eigenes Getränk. Hammergeil. Jesus? Das ist jetzt gerade keine gute Idee, was du machst. Der Obama muss nämlich in ein paar Minuten los. Genau, sagt, muss der in wenigen Sekunden schon los. Leck mich im Arsch. Kann man hiermit eigentlich auch was machen? Mit dem Ding ansehen. Ja, komm, guck dir das Gedöns mal da so ein bisschen an. So, die Hygiene ist so in Ordnung. Komm, das ist jetzt mal eine kurze Dusche. Und dann gehst du jetzt mal zur Arbeit. Lol, das ist ein Scherz, ey. Nicht schon wieder, ey. Reparieren! Baracke ist zur Arbeit, natürlich. Komm, stell das Ding irgendwo hin, ey. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein, ey, was... Wir brauchen nicht nur neue Betten, wir brauchen auch irgendwie neue Waschbecken oder so. Boah, Jesus, komm ran, ey. Hier gibt's Bin Laden. Bin Laden hat Hunger. Bin Laden ist auch gleich fertig. Oh Mann, ey. Jesus, der hat echt kein einfaches Leben, ey. Guckt ihn euch an, ey, wie er immer alles reparieren muss. So, Bin Laden, du kannst auch mal aufwachen. Und du hast Hunger, würde ich doch mal sagen. Ein Gericht nehmen. Komm, Jesus, du schaffst es. Du schaffst es. Ist das schon am Müffeln? Ne, ist noch nicht am Müffeln. Das ist noch gut, das Essen.